einen wunderschönen guten Morgen und hallo. Es ist der 21.08., 11.54 Uhr. Ich bin noch ein bisschen heiser von gestern und noch ziemlich fertig. Es war ein anstrengender Tag. Wir sind fast 900 Kilometer insgesamt gefahren. Für was? Ja, das ist eine gute Frage. Das versuche ich in diesem Video jetzt zu klären. Aber noch kann ich mir die Frage ehrlich gesagt nicht wirklich beantworten. Jedenfalls war ja gestern das Schanzenfest. Das heißt, die Leute sind zum Drachenlord gepilgert. Die meisten Leute sind ja im Prinzip dort hingefahren, wie soll ich das ausdrücken, mit der Absicht sozusagen an dieses Anwesen zu treten und irgendwie dafür zu sorgen, dass der Drachenlord sozusagen rauskommt dort aus dem Grundstück und sie anschreit oder was auch immer, oder irgendwas reinzuschmeißen oder irgendwas dran zu malen. Ich bin mir nicht sicher. Dass niemand erreichen wird, dass dieses, dass die Schanze fallen wird, dass der Mann sich löscht oder so, das ist ja eigentlich logisch. Jedenfalls hat man dort relativ, selbstverständlich erwartet, dass man da hinkommt. So, dass zwar viel Polizei da ist, es ist, glaube ich, dieses Verbot, sich zu versammeln, zu Demos oder was auch immer. Das ist ein bisschen unterschiedlich, halt das bayerische Gesetz zu dem in Sachsen. Deswegen, ich habe jetzt mir nicht alle von diesen Videos angeschaut, die das analysieren. Aber wenn man dort halt zu zweit rumläuft oder mehr oder weniger alleine und dann halt in friedlicher Absicht ist, dann macht man ja auch nichts Verbotenes. Also ich habe mich zum Beispiel nicht versammelt. Ich habe mich dann Fotos machen lassen mit mir den ganzen Tag, weil es ja relativ langweilig war. Es war sinnlos, mehr oder weniger. Das Treffen für die meisten sicherlich. Es gab eine Handvoll Leute, die hat es halt, ich sag mal, übertrieben. Die haben sich dann dort irgendwie angeschlichen zu dem Grundstück und dort ihr Unwesen getrieben. Und sonst gab es eigentlich für alle, egal wo sie herkommen, egal was sie gemacht haben, nur Ärger von der Polizei, weil sie sich dann irgendwie geweigert haben gegen die Anweisungen, mehrere Platzverweise bekommen haben und so. Ich habe nicht mal einen Platzverweis bekommen. Also das ist wirklich anscheinend eine Kunst, dort keinen Platzverweis zu bekommen. Mir fiel das nicht mal schwer. Also ich habe keinen einzigen bekommen über den ganzen Tag. Ich wurde dort nicht verwiesen. Ich wurde dort nicht aufgefordert, die Stadt zu verlassen, weil ich mich einfach benommen habe, weil ich dort einfach nur herumgelaufen bin, mehr oder weniger, und mir das Ganze angeschaut habe. Das ist wirklich unfassbar, dass das überhaupt möglich ist, weil mir so gut wie jeder erzählt hat, ja, ich habe schon ein, zwei Platzverweise bekommen. Ich habe jetzt schon eine Anzeige bekommen. Eieiei. Naja, jedenfalls war es auch zum großen Teil ziemlich anstrengend, so mit den ganzen Leuten. Da waren einige dabei, da denke ich mir, Alter, Junge, Junge. Daher hat also das Ganze seinen schlechten Ruf, also das Pilgern zu dem Drachenlord. Warum bin ich denn eigentlich hingefahren? Ja, zum einen lese ich hier seit vielen Wochen, überall bei mir eigentlich nur Kommentare, kommst du dahin und so weiter. Irgendwann denkt man sich, oder komme ich mal vorbei, wenn die ganzen Leute mich dort sehen wollen, so ungefähr. Ist aber nichts Schlechtes. Es kommt darauf an, mit welcher Absicht man dahin fährt, zu dem Ganzen. Ich bin nie dorthin gefahren, vor allem nicht gestern, um den Drachenlord zu ärgern oder irgendwie auf eine Reaktion zu warten, wenn ich dort vor seinem Haus rumschreie oder so. Ich habe es auch nicht mal versucht, dort hinzukommen in dem Sinne. Ich wollte dort eigentlich auch gar nicht direkt hin. Ich meine, ja gut, es gehört dazu. Es ist mittlerweile so ein Kult. Das ist schon nicht mehr eine schlimme Sache, dort mal hinzufahren und einfach zu schauen. Ich meine, der Mann, der verkauft ja selbst Poster in seinem Garten. Er verkauft Poster in seinem Garten mit seiner Adresse. Mehr oder weniger hat er kein Problem, dass Leute zu ihm kommen, wenn sie sich benehmen. Das ist halt ein Unterschied. Wenn jemand sagt, also bitte achtet meine Privatsphäre, kommt nicht zu mir und so weiter und so fort. Das ist alles richtig. Ist ja komplett logisch. Es ist ja eine Privatwohnung, da hat man dann nicht seine Ruhe und so. Das geht halt gar nicht. Sicherlich sagen jetzt wieder einige Leute, ja, der hat uns doch aufgefordert, traut euch, kommt zu mir. Das ist natürlich Schwachsinn. Er hat einmal so einen Fehler gemacht, den schwerwiegenden, das ist immer wieder das Argument zu nutzen, damit man den belästigen darf, finde ich jetzt nicht so gut. Also ich persönlich, ich habe halt keinen Hass gegen den Drachenlord. Es gibt richtig viele Leute, die sind richtig hassgeladen, können diesen Mann überhaupt nicht leiden, wollen unbedingt, dass der sich überall löscht und was auch immer. Das kann ich jetzt nicht nachempfinden.
Ich meine, ich habe damals einmal Kontakt mit ihm gehabt, wo ich diese Kampfansage gemacht habe vor 3 Jahren. Das war natürlich nur Spaß, so. Das war in der Mittagspause, da habe ich ein bisschen rumgeschrien und so. Ja, lass uns mal boxen in einem Käfig, der 2 Meter groß ist, also ein Schwachsinn halt. Hat er dann darauf reagiert und mich halt irgendwie nur sinnlos beleidigt. Das hat mich schon ein bisschen enttäuscht damals. Ich hätte gedacht, dass es mal ein bisschen lustig sein kann, aber mit dem Mann ist halt nie, mit dem Mann hat man halt nie viel Spaß, was Humor angeht, so, also, weiß nicht, von der zwischenmenschlichen Ebene. Ist schade, so. Also, wirklich sympathisch macht er sich nicht selbst. Das ist auch der Grund für den andauernden Hass, der so gegen ihn halt herrscht. Ist ja auch logisch, dass das Ganze irgendwo herkommen muss, dass man so viele 100 Menschen motiviert, sich zu besuchen, und das ja nicht nur an einem Tag, sondern an sehr, sehr vielen Tagen. Und ich verfolge schon auch, was der macht. Ich gucke mir auch einige Videos an. Aber wirklich Hass entwickelt sich da nicht, und auch nicht das Verlangen, den jetzt unbedingt schreien zu sehen. Weißt du, das bringt mir nichts, ein Video im Internet zu haben. Ja, Adlersohn, Drachenlord schreit Adlersohn an oder so ein Scheiß. Ja, toll. Das ist genau dasselbe primitive Mist wie alle anderen. So, dass er was kaputt macht im Haus. Also jedenfalls ich persönlich hab da aber nichts. Ich finde das nie cool. Ich feiere das teilweise. Es ist lustig, wenn man die Videos im Internet sieht, wie irgendwelche Leute dorthin gehen und den ärgern, dann legt er rum. So. Darüber lacht man. Weil man das Mensch primitiv ist, Schadenfreude empfindet und so weiter und so fort. Das kann ich auch nicht mal jemandem vorhalten. Ich sehe beide Seiten. Die Leute, die ihn in Schutz nehmen und jetzt so die Kommentare geschrieben haben unter den anderen Videos von den, ich sag mal, von meinen Kumpels, die hier ihre Vlogs, wo sie dort sinnlos rumplägen und halt wirklich die Drachenlord-Hater-Community von ihrer aller primitivsten Seite repräsentieren, direkt gestern noch hochgeladen haben, ohne da wirklich darauf zu achten, was die eigentlich ins Internet hier stellen. Dass da so ein Hate entsteht, das kann ich nachempfinden. Guckt mal, setzt euch mal. Ach, nee. Ja, gut. Die müssen es noch lernen anscheinend. Das merkt man halt, wenn man, naja, etwas unprofessionell ist. Aber danke, dass ich immer schön im Titel stehe und dann immer mit allem sehr gut in Verbindung gebracht werde. Ich bin eigentlich den ganzen Tag nur rumgefahren und hab mir die Leute angeschaut, die dort feiern. Also, wer mich da getroffen hat, weiß es ja. Also, ich war eigentlich den ganzen Tag nur für Leute da, die mit mir Fotos machen wollten. Ich habe dort mindestens 200 Fotos gemacht. Es ist unfassbar. Weil es ja vor allem langweilig war. Man hat es ja richtig gemerkt, dass das Schanzfest an sich war völlig sinnlos, weil ja sowieso niemand dahin kam, wo er hin wollte am Ende. Am Ende wollten ja alle Leute nur dorthin. Ich hatte so das Gefühl, die meisten Leute wollten in einer großen Gruppe halt zusammen, ich sag mal, die Polizei überrennen und dann halt das Grundstück stürmen, so. Das hat man dann so gemerkt. Aber naja, weil die Leute halt, zum Großteil, ich sag mal, U17 waren, so. Ich sag nur zum Großteil, gab es dann wenige, die wirklich bereit waren, naja, ein bisschen weiter zu gehen, als die 3 Polizisten standen. Junge. Na gut, an der anderen Seite des Altschauerbergs stand der Polizei mit Hunden und so. Das war schon ziemlich heftig auch. Ja, also ich bin ja zum Glück nie wirklich direkt hingegangen an die Polizeisperren, weil es ja immer andere für mich gemacht haben, so ungefähr, die dann sehr freiwillig da reinrannten und ihre Platzweise kassierten. Das war natürlich nicht wirklich sehr kluges Verhalten, aber trotzdem danke dafür. Sonst, seht ihr jetzt gleich meine Eindrücke, die ich so gesammelt habe davon. Es war schon ein bisschen krank, wie dann auch der Landrat das Ganze aufgelöst hat. Die haben wir dann Verstärkung, also das OSK, also sozusagen das SEK, beziehungsweise die Sondereinheit der Polizei für harte Fälle halt, von dem Fußballspiel abgeordert und direkt dorthin geschickt nach Remskirchen. Mit der Polizei haben wir auch noch gequatscht, ziemlich lange sogar, oben am Rewe dann ganz zum Schluss, als wir uns dann aus der Stadt verwiesen haben. Wir haben uns dann alle nochmal oben am Rewe getroffen und nett geredet und so weiter. Haben halt so geredet hier mit denen, die wussten noch gar nicht, wer der Drachenlord ist und ungefähr. Finden das natürlich absolut krank, was da los ist, wegen nichts und wieder nichts. Die waren noch nie in so einem Dorf. Das ist auch logisch eigentlich. Fanden das wirklich ein bisschen, komisch. Haben natürlich gefragt, warum nehmt ihr diese weiten Fahrten auf euch und so weiter. Weil wir aus Dresden kamen und so. Und andere noch weiter.
Das konnten natürlich klar denkende Menschen nicht nachvollziehen, weil ja die meisten, die dorthin fahren, aus relativ niederer Intention dahin fahren. Für mich ist das natürlich eine relativ große Sache. Ich bin da präsent, mir schauen da viele Leute zu und ich wollte wirklich das Ganze von jeder Seite betrachten und habe jetzt mit diesem Video hier, was dann im Anschluss noch kommt, eigentlich was relativ meiner Meinung nach Sehenswertes geschaffen, weil es halt auch ein bisschen anders ist als die anderen Videos. So, die anderen Leute, die halt nur zeigen, wie sie krampfhaft versuchen, zu dieser Wohnung von dem Mann zu kommen, aber es nicht schaffen, das ist eigentlich was völlig Sinnloses. Naja, wie man es nimmt, ich will jetzt auch hier, ich hetze jetzt jeden gegen mich auf, weil ich mich halt nicht gegen den Lord positioniere. Somit stehen die Hater nicht hinter mir, aber weil ich trotzdem dorthin gefahren bin, hassen mich jetzt auch die Leute, die den Drachenlord in Schutz nehmen. Super, darauf erstmal Prost. Naja, wie auch immer, mein Ziel habe ich erreicht. Ich war da, ich habe auf jeden Fall vielen Menschen eine Freude bereitet mit meiner Anwesenheit. Ich habe den Drachenlord nicht gesehen, ich habe nicht mal sein Haus gesehen. Ich bin da nicht mal ansatzweise rangekommen, so viele andere. Und das ist für mich auch völlig okay. Das war jetzt auch nicht mehr meine Erwartung so in dem Sinne. Ich bin zufrieden, an sich war das Schanzenfest halt völlig sinnlos. Und ja, das war es jetzt eigentlich von mir. Schaut euch das Ganze an, das ist jetzt ein relativ langer Vlog. Aber lieber mehr zum Anschauen als zu wenig. Und viel Spaß damit. So, ist auf jeden Fall eine angemessene Uniform für die Schanze. Jetzt geht's los, wird noch schön ein Frühstück eingenommen. Jetzt alles, Alter. Fickt euch einfach alle. Jawohl. Motivation ist auf jeden Fall am Start. Heiliger Bimbam. Junge, Junge, Tiberius? Hallo. Statement? Vier Stunden Fahrt, Alter. Auf der Fahrt dort viel getankt. Und so, wo lang? Nach links, nee, nach rechts. Nach rechts. Hier der Wein! Und hier? Hey, eine Fresse, es ist 20 vor 10. Wir wollten um 8 eigentlich losfahren. Oder 9 jetzt. Ach, fick. Wir gehen dem Masthof jetzt erstmal fremd. In Fotzeke. Alter, diese Geschichte der Holzkelle, die hat mit dir angefangen und das war in einer kalten Nacht 2014 auf dem Weihnachtsmarkt. Ich distanziere mich. Manuela. Das ist der Name meiner Und heute wird die Geschichte der Holzkelle enden. Super, schön, das passt. So. Danke. Es gibt erstmal schmackhaftes Essen. Leichte und gute Kost. Puten, Fleisch und Gemüse. Und dein Cognito genießt sein Schnitzel für 12,99, Alter. Das macht mich richtig wütend. Ja, es hat den Leuten nicht geschmeckt. Erzähl bitte was über diese beiden Männer. Diese beiden Männer werden heute noch einen langen Tag vor sich haben. Das geht nicht gut. Ich hoffe, die Polizei wartet schon auf die beiden. Ja, ich habe mindestens einer wandert heute ein. Das ist alles ganz traurig. Ich fände das leer gut. Männer, Leute! Das ist einfach nur schön. Direkt bei Feucht, wo ist denn das? Wo ist denn hier Feucht, Alter? Feucht davor. So, wir sind jetzt in Emskirchen. Wo ist der Rewe? Hier vorne. Alter, noch was sind da? Ja. Wir sind jetzt eingetroffen. Mädel? Das ist einfach nur wunderschön. Einfach nur schön hier. So, dass man hier was eingekauft. Tiberius? Ja. Sag doch mal was. Ja, fick dich. Geliebter Onkel, sagen Sie bitte mal was. Feinster Wein. Das passt wunderbar. Das Schwein ist eingetroffen. Jawohl. Mastgeschiss ist doch da. Oh, Junge, dieser Arsch. Heiliger. Moin, moin, servus, moin. Moin, moin. 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 Ist da noch jemand? Kurzes Statement bitte. Geil. Bist du der echte Drachenlord? Ja. Mullen! Ja, oi! Bis wir erstmal im Wald verschwunden sind, dann treffen wir uns dann wieder. Zweier, Dreier. Das macht mich einfach nur geil. 42. Vielen Daumen. Monster, für den Lord.
Danke für das Getränk, geliebter Bruder. Mulm! Ich komme ja eigentlich wegen dem Mulm. Gib mir mal den Wodka. Junge, eine ganze Kastenlöschwerk, das macht mich einfach noch da geil. Da müsste man eigentlich auch mal einmal Ulf mit Bewegung machen. Ulf! Ja, auf dem Motorrad ist aber Ulm. Das ist auch nie ohne Qualität. Lachig des Todes. Ja, wir sind ja auf dem Bauernhof, wir sind auf dem Land. Stinkt ein bisschen nicht. Das ist einfach so schön. Ich war lange nicht auf dem Land oder in Bayern überhaupt. Alter, das. Was ist das? Die Autokolonne. Polizei ist da, also ein Auto. Kein Netz. Sonst. Ist wirklich schön hier. Junge, Junge. Du wolltest die jetzt aufheben wieder, oder? Nee. Das ist der Grund, warum ich wirklich hergekommen bin, um die Burgruine zu begutachten. Jetzt hat sich die Reise gelohnt. Statement zum Aufstieg. Das ist zum Katzen. Wenn die da irgendwo in einem Tal wohnen. Schoko trinkt für alle! Schoko trinkt für alle, ihr Fotze! Es ist so unfassbar warm. Ruhe in Frieden, Blue. Ich bin völlig fertig. Guck mal meine scheiße Hose an. Ja, das ist der ganze Mist mit der Kleben. Ich habe schon Schoko. Junge, durch die Hose durch. So, also es gab natürlich keine Möglichkeit hier hinzukommen. Das Ganze ist dort irgendwo hinten, keine Ahnung. Und ja, wir gehen jetzt wieder in den Ort. Erstmal. Schade. Also hier ist auch eine sehr große Polizeipräsenz dort unten, wo wir die Autos abgestellt haben. Schade eigentlich, dass man hier nichts besichtigen kann. Aber was soll es. Müssen wir warten, vielleicht hat man dann nochmal eine Chance, irgendetwas zu sehen. Ja, traut man sich einfach nie ran. Ruhe, kühl den Kopf bewahren. Ja. Nicht eskalieren lassen. Ja, die sind alle so aufgeregt hier. Das ist einfach nur schön. Vor allem ist das geil, in welcher Natur man sich hier befindet, in welchen. Hier ist einfach nichts. Wir sind ja auch zum Spazieren hier, deswegen die Natur ist ja wunderschön. Kommt alle her, geht hier wandern. Also wirklich, es ist ein sehr schönes Erholungsgebiet. Emskirchen ist nur zu empfehlen. Definitiv. Da sitzt eine Gruppe, da drüben sitzt eine Gruppe. Eieiei. Einfach nur schön. Also der Tag ist wirklich anstrengend. Ich versuche das hier mal einigermaßen zu dokumentieren aus meiner Sicht auch. Also die Menschen machen mich ja wahnsinnig, wirklich. Naja, wir stehen jetzt hier im Prinzip vor dem Altschauerberg und es sind genauso viele Polizisten, Autos da wie Pilgerer und überschreien die Leute. Kinder benehmen sich hier, die saufen alle, das ist unerträglich. Ich habe gerade zum ersten Mal ein Foto abgelehnt seit langer Zeit, nachdem man mich ehrenlos genannt hat, nachdem ich ein Bier abgelehnt habe. Es ist wirklich heute ein bisschen anstrengend hier. Jetzt verstehe ich schon langsam, warum das Ganze hier so einen schlechten Ruf hat. Weil die Leute, die hierher fahren, sind zu 90% wirklich ein bisschen so wie der hier. Aber das steht doch gleich da hinter dem Bulle, oder nicht? Ja, warte mal. Das ist einfach nur geistlos. Die sind alle im Wald? Im Wald geht es anscheinend jetzt irgendwie ab. Das ist, aber so richtig geht es hier nicht ab, aber irgendwie ist es auch übelst stressig. Ich, ja. Das ist so geistlos. Um Gottes Willen, dort hinten kommen 100 Mann so gefühlt an. Das ist einfach nur krank. Guck mal, wen ich getroffen habe. Die Ereignisse überschlagen sich. Herr Newstime. Na, gehabt dich wohl. Ah. Erzähl mal was. Naja, ein Soldat von uns ist umgeknickt und hat jetzt hier echt einen verstauchten Knöchel. Also wir hoffen, dass es nicht gebrochen ist. Und ja, wir werden auf legalen Weg den Drachenlord sehen. Hoffe ich zumindest. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Wenn wir es nie schaffen, wäre es wirklich schade. Metal. Metal. Fenster rein.
Statement? Einfach. Tiberius, dieser Mann hat mir gerade dieses Glas Kleingeld mitgebracht, das ist wunderschön. Bist du auch hier, um die schöne Natur zu bestaunen? Da hinten. Wahnsinn, was hier. Alles für einen Drachen. So, da ganz hinten ist die Hundestaffel und die Polizei. Ja, die schreien halt hier rum, die Hunde. Sind die gesperrt oder das stehen die nur da? Die stehen nur da, wenn man Anwohner ist, kommt man rein im Prinzip. Ja. Aber. So, also natürlich die nächste Kultstätte hier bepilgert. Und erstmal entspannt zu zweit gegessen. Feines Mal im Roten Herz. Nudeln und Pizza. Sehr romantisch. Nudeln sind fertig. Und die Pizza ebenfalls. Zwei Pommes? Ja, aber. Sehe ich besonders beleibt aus oder geht's? Ja, also der Wachs hat sich jetzt hier zwei Essen bestellt. Und eigentlich möchte er das bei dir spüren. Das Essen war wirklich sehr schmackhaft, aber die Getränke hier sind, naja. Es schmeckt ja so gut, wie dieser Mann aussieht. Ja, wir essen halt jetzt noch entspannt hier und jetzt geht gerade wirklich, jetzt hat wirklich gerade Etzala jemanden einen Großalarm ausgerufen. Ja, das ist einfach nur schön. Das Tagesziel ist erreicht. Ich distanziere mich. So, hier die Schanze ist links oben, wenn man jetzt so denkt. Hier ist halt Ortseingangsschild mehr oder weniger. Und hier geht's gerade los anscheinend. Feuerwehr, Krankenwagen, hier wurde wie gesagt der Großalarm ausgerufen. Also jetzt mal ohne Witz jetzt, ist nie lustig so. Ich weiß ja nie, was passiert ist. Und jetzt noch ein Krankenwagen, also das ist schon mal krank. Naja. Aber so viel. Da hat irgendjemand einen Großalarm ausgerufen. Tiberius! Miesen Schweine! Ja. Ja, das schöne Zeug. Oh Junge, das ist. Das erregt mich sexuell. Oh ja, merci. Geht mit hier rein! Jawohl. Vielen Anus! Wo ist denn der Ständer? Ist einfach nur schön. So ist er schön tanken hier. Ehrenwerten Dorftankstelle. Einfach nur schön. So, das Ganze wurde mehr oder weniger aufgelöst hinten. Ziemlich auch gewaltsam von der Polizei. Da stehen noch einige Einsatzwagen jetzt. Du bist geflüchtet. Ich wollte kurz tanken. Ja, ich bin in mein Leben gerannt, Alter. An so einer selbstbedienter Tankstelle. Die kam, ich dreh mich um. Das seid nur Rennen. Ich dreh mich um. Auf einmal stehen da drei Sixpacks. Junge, eine ganze Mannschaft kommt auf uns zugerannt. Ja, ist mir scheißegal. Auf jeden Fall mussten wir dann echt flüchten, sonst wären wir da zusammengeknüppelt. Einen haben sie erwischt. Da war voll trunken, haben sie richtig niedergeknüppelt. Und ja, das war Action. Du warst da gerade mittendrin. Ja. Erzähl mal, was genau los war. Also. Aber sachlich. Wir standen da, plötzlich kommen drei Mannschaftswagen an. Die Bullen springen raus. Freddy und so weiter rennen los. Die Hälfte ist ungefähr abgehauen. Übers Feld. Dann, ja, meinten sie, wir sollen zusammenbleiben, dies, das. Dann kam so ein Typ, hat uns belehrt, was passiert, was jetzt los ist. Dass wir jetzt unsere Daten aufgenommen werden. Und wenn wir dann jetzt nochmal kommen, wir kriegen jetzt ein Platzverbot, ja. Wenn wir nochmal kommen, weil jetzt in den nächsten 30 Minuten also nochmal kontrolliert werden und wir den Platzverbot haben, gibt es eine dicke, fette Anzeige. Habe ich ja auch. Und ja, circa 1000 Euro. Mach dir keine Sorgen. Ja. Alles gut. Das war's eigentlich. Und dieser eine Typ, der dich die ganze Zeit angemacht hat, ne? Den haben sie umgeschmissen. Den haben sie richtig umgeschmissen. Mach zu, Mensch. So, die letzte Fahrt vorbei hier, wie es aussieht. Die Leute sind immer noch eingekesselt, Hunderschaft immer noch am Start. Die filmen uns. Da ist ein Scheinwerfer über der Kamera. Naja, okay. Das war die Presse von vorhin. Nee, das war der Polizeifilm. Ja, klar. Die führen gerade noch alle ab, die hier noch einzusammeln sind halt. Scheiße. Das kann. Ja, wir fahren jetzt auch wieder zurück. Also heben mehr oder weniger. Von leuchten sie gerade alles aus, sieht man ja. Einer, wir waren hier. Wo warst du? Ja, war zu Hause, gesichert mit seiner Privatarmee. Wir sind jetzt wieder in Dresden. Ja. Angekommen, es ist 1.18 Uhr. Schänder. Ja. Das kurze Statement zum Tag. Ja, ich werde das noch eine Woche brauchen, um das irgendwie alles so sacken zu lassen. Das, was ich heute erlebt habe, das kannst du keinem erzählen. Absolut geisteskrank. Und der geliebte Captain bzw. der Fahrer?
Ja, Affenärsche. Schanzentreff. Nächste Woche. Das ist diese sauer Quatschen, sondern ja, mal was Sinnvolles. Wir fahren jetzt in Mastorf. Wir fahren zum Mastorf. Ja, okay, das ist das Sinnvollste, was es gibt. Konfuzius? Oh, ich freue mich jetzt, was Leckeres zu essen. Und ein weiteres Mal kehren wir am Tagesende in dieser Kultraststätte ein. Was ist denn los? Was ist denn los? Wo ist denn die Maske? Nee, es geht noch was anderes, es geht noch mein Portemonnaie. Das ist nicht so wichtig. Die Lavanudeln sind da, das ist einfach nur der schönste Tagesabschluss. Endlich gönne ich mir was. Das erste Bier heute. Ich bin halt mal clean geblieben, was alles angeht. Der Schender hat seine Bockwurst schon Heißung reingeschlungen. Ja, der Tag heute war ein bisschen aufregend für Labernudeln. Mein Magen ist ein bisschen verkrampft. Da hat gerade mal so ein scheiß Bock hier reingepasst.